Zur zweiten Serie der Chess Sports Akademie. Es freut mich, viele bekannte Gesichter und viele neue Gesichter zu sehen. Und ich denke, wir haben wieder ein sehr spannendes Programm zusammengestellt. Und besonders freut es mich, dass wir diesmal mit Chessbase starten, mit denen wir ja viel gemeinsam auch machen. Und der Termin ist nicht zufällig, denn in einer Woche am 23. November wird Chessbase 17 erscheinen und ich denke, viele sind schon neugierig, was sich dort an Neuigkeiten tut. Und wir haben heute nicht nur einen Spezialisten, sondern zwei Spezialisten gleich von Chessbase bei uns. Den einen, den kenne ich ja schon sehr viele Jahre, den Martin Fischer, und ich habe viel mit ihm in meiner Funktion, in meiner ehemaligen Funktion als Leiter der österreichischen Trainerausbildung zusammengearbeitet. Und umso mehr freut es mich, dass ich mit Martin jetzt auch im Rahmen der Chessboards Association zu tun habe. Herzlich willkommen, Martin Fischer. Danke. Und dann ist es für uns natürlich eine besondere Freude und auch eine besondere Ehre, den Gründer von Chessbase bei uns zu haben, Matthias Wüllenweber. Und wer den Podcast von Schachgeflüster mit ihm noch nicht gehört hat, der sollte sich den unbedingt anhören. Da bekommt ihr wirklich tolle Hintergrundinformationen. Unter anderem ist da diese schöne Episode mit Kasparov drauf, wo Matthias Wüllenweber Kasparov ja so die Rohversion von Chessbase vorführt und Kasparov eigentlich sofort erkennt, dass hier eine Revolution des Schachsports angekündigt wird. In dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß mit Matthias Wüllenweber und mit Martin Fischer. Ja, guten Abend, liebe Schachfreunde. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, die neue Programmversion, die nächste Woche rauskommt, zu zeigen. Und das ist, ja, also, wie gesagt, wir sind ja schon relativ lange dabei mit Chessbase und sind trotzdem jetzt auch bei Chessbase 17 ganz froh, dass es doch gelungen ist, vielleicht an ganz wesentlichen Dingen, wesentlichen Benutzungselementen des Programms was Neues zu finden. Und darauf will ich mich auch heute Abend konzentrieren. Ich mache den ersten Teil, Martin macht den zweiten Teil der Vorführung. Und ich gehe einfach mal so mitten rein, indem ich jetzt meinen Schirm hier teile. Wenn das erlaubt ist, ist es cool. So, ich denke, alle können jetzt hier den Startschirm, den wahrscheinlich vertrauten Startschirm von Chessbase sehen. Und ich fange mal mit etwas an, was eigentlich ein Thema ist, was mich seit Jahren beschäftigt und was ich immer so ein bisschen auch als Forschungsprojekt gesehen habe und wo wir jetzt glauben, dass wir zum ersten Mal das richtig praktisch vernünftig hinbekommen haben. Unsere Datenbanken oder allgemein Schachdatenbanken sind ja heutzutage riesig. Die aktuelle Mega 2023 hat 10 Millionen Partien und ja, man sucht darin nach Spielervorbereitungen, nach Öffnungsmaterial, klar, nach historisch interessanten Turnieren. Aber das ist ja so eine riesige Datenmenge, dass es eigentlich schwer ist, sozusagen das Material so richtig zu erfassen, wenn man nicht genau weiß, jetzt nach welchen Leuten oder Turnieren oder so weiter man sucht. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir sagen, wir zeigen euch, was die interessanten, die spektakulären Partien sind. Man hat ein historisches Turnier, ein Rundenturnier oder so, vielleicht 100 Partien, und dann sieht man auf einen Schlag, was sind denn eigentlich die spannenden Partien in diesem Turnier? Und dafür haben wir die Klassifikation von Partien nach Schönheit oder nach spektakulärem Verlauf eingeführt. Ich will das mal ganz praktisch zeigen. Wir haben hier so eine Datenbank, die nennen wir Replay Training. Die wird auch schon seit Chessbase 16 bei jeder Programmversion mitgeliefert. Das ist so eine Datenbank von Partien eigentlich, wo man sagen kann, so ganz grob, das haben so Kollegen aus der Redaktion bei uns ausgewählt, so mit die spannendsten, bekanntesten Partien der Schachgeschichte. Und ich will mal diese Datenbank mit der Funktion Partien Schönheitswerte setzen, jetzt nach Schönheit klassifizieren. Das geht relativ schnell, das sind ja nicht viele Partien, ist auch schon fertig. Dann erhält jede Partie in dieser vertrauten Chessbase-Partienliste in der Spalte Schönheit zwischen 0 bis 3 Orden. Je mehr Orden, desto spektakulärer die Partie. Und eine Partie ohne Orden muss nicht uninteressant sein, aber ist eher vielleicht positionell ruhig, undramatisch. Man kann ja in Chessbase halt immer nach diesen Spalten sortieren und dann kann man natürlich auch nach Schönheit mal sortieren, um zu sehen, in dieser
Auswahl von historischen Partien. Was ist denn eigentlich die schönste Partie? Vielleicht sogar die schönste Partie.